Nach der neuerlichen Schändung jüdischer Grabmäler im Elsass hat die französische Regierung angekündigt, stärker gegen Hassverbrechen vorzugehen. Unbekannte hatten auf dem jüdischen Friedhof in Westhoffen nahe Straßburg 107 Grabstätten mit schwarzen Hakenkreuzen besprüht. Der französische Innenminister besuchte den Friedhof in Westhoffen gemeinsam mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde und kündigte die Erschaffung einer nationalen Dienststelle innerhalb der Gendarmerie an. Die Einrichtung wird Untersuchungen für die nationale Gendarmerie koordinieren, sodass alle Mittel mobilisiert werden können. Sie wird sich um antisemitische sowie gegen Muslime und Christen gerichtete Taten auf unserem Territorium kümmern. Zuvor hat die französische Nationalversammlung einen Resolutionsentwurf verabschiedet, der Hass auf Israel als Beispiel für Antisemitismus enthält. Eine Gruppe von 127 israelischen Intellektuellen wandte sich in einer Petition gegen den Entwurf. Eine Gleichsetzung von Antizionismus mit Antisemitismus lasse praktisch keine Kritik an Israel mehr zu, kritisierte die Gruppe. Frankreich wird seit mehreren Jahren mit einem Anstieg antisemitischer Straftaten konfrontiert. Medienberichten zufolge stammen die meisten der Täter aus dem islamistischen und rechtsextremen Spektrum.